Eine Erfindung für das beliebteste Haustier der Deutschen. Gekippte Fenster sind für Katzen eine Gefahr. Wollen sie durch diesen Spalt, können sie in eine Falle geraten. Warum das so ist, erklärt uns die Tierärztin Jana Wendt aus Aschersleben. Das gekippte Fenster bietet überhaupt keine Plattform für die Pfötchen der Katze, sich abzustützen oder hochzustemmen. Das heißt, je mehr die Katze zappelt und versucht, sich aus dieser Falle zu befreien, desto tiefer rutscht sie, desto mehr quetscht sie sich und desto mehr verletzt sie sich letztendlich auch. Und sie kommt von alleine dort auch einfach nicht mehr raus. Es gibt in der Tiermedizin einen direkten Begriff nur für einen Unfall am angekippten Fenster. Das sogenannte Kippfenstersyndrom. Es kommt also so häufig vor, dass sich die Tierärzte da irgendwann mal darüber Gedanken gemacht haben, wie benenne ich das Ganze denn? Diese häufigen Verletzungen will Steffen Meyer mit seiner Erfindung verhindern. Er hat einen Übergang entwickelt, mit dem Katzen über gekippte Fenster sicher rein- und rauskommen sollen. Seinen Prototyp soll Tierarzthelferin Katharina Holstein mit ihrer Katze Mimi heute ausprobieren. Mimi ist eigentlich eine reine Freigängerkatze, kommt aber auch gerne, gerade an den kalten Jahreszeiten, Tagen, ganz gerne auch mal mit rein. Dann muss Katharina darauf achten, dass ihre Fenster nicht angekippt sind. Rein und raus darf Mimi nur über die Haustür. Als Katzenmutti und Tierarzthelferin soll sie nun Steffen Meyers Erfindung beurteilen. Das geht dann auf einer Seite rauf, auf den Zugangsstreifen. Ja. Und dann geht es über eine stabile Platte. Okay. Und auf der anderen Seite der Platte geht es dann natürlich wieder runter. Der Fensterübergang besteht aus zwei Textilstreifen, die der Erfinder an einer Holzplatte befestigt hat. Die Konstruktion steckt er in den Fensterspalt, sodass quasi eine Brücke von drinnen nach draußen entsteht. An einer Stelle, die breit genug für die Katze ist. Die Textilstreifen sind aus starkem Gewebe, das den Katzenkrallen standhält. Die Idee? Das Tier soll, wie unsere Plüschkatze, daran hochklettern, um über die Plattform auf die andere Seite zu kommen. Damit die Konstruktion nicht verrutscht, muss sie gesichert werden. Dann wird die kleine Sicherungsschnur um den Griff geschlungen. Ja. Eine kleine Schlaufe. Und in dem Moment kann kein Tier mehr diesen Übergang nach oben drücken. Richtig. Ja. Zum Schutz für gekippte Fenster gibt es bereits solche Gitter. Die versperren den Weg über das Fenster allerdings komplett. Das wollte der Erfinder anders machen. Ob Mimi diesen neuen Weg nach draußen annimmt? Katharina versucht es mit Leckerli. Ja, spiel damit. Katzen haben aber nun mal ihren eigenen Kopf. Jetzt hat sie langsam keinen Bock mehr. Wenn der Übergang auf einer Seite eingebaut ist, müsste der zweite Fensterspalt natürlich anderweitig gesichert werden. Könnte sich Katharina die Lösung des Erfinders vorstellen? Ja, also vom Grundprinzip her finde ich das wirklich eine super Sache eigentlich. Es ist gerade für die Katzen, die eben halt dann doch mal der Ansicht sind, ganz gerne im Fenster rumzuspielen oder dann doch gerne nach draußen gehen zu wollen, eine super Lösung. Der Prototyp passt zurzeit an Standardfenster. Der Erfinder arbeitet daran, dass er an möglichst vielen Fenstertypen eingesetzt werden kann. Das kommt im Laufe der Zeit, je mehr Erfahrungen man sammelt und mit den Prototypen an verschiedenen Baulichkeiten arbeitet.